Meine Vorstellung wäre jetzt kurz, unsere Podiumsdiskutanten noch Stellung zu den Referaten. Kommst du auch auf? Ja, ist vielleicht, nachdem wir jetzt die Plätze sozusagen gewonnen haben. Unsere Podiumsdiskutanten einmal kurz dazu Stellung nehmen zu lassen und dann würde ich sozusagen euch bitten, euch einzubringen. Ja, Christoph, wie angedroht, jetzt ja vielleicht einmal, also du hast ja zu manchem genickt, also erstens einmal, wie denkst du darüber und die zweite Frage habe ich eh schon gestellt. Ich glaube, es waren eine Reihe von Dingen, wo man sich fragt, wieso ist das nicht so, aber die Antwort darauf ist, eine große politische Schlacht ist in den letzten 30 Jahren verloren gegangen. Der Neoliberalismus hat also eine Reihe von Dingen, nicht jetzt schon seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, mit einer, wenn man so will, fast gewaltartig erobert und hat auch sozusagen das Denken erobert. Zurückdenkst noch vor 10 Jahren, bist irgendwie wie vom Mond kommend, wenn man da so Fragen gestellt hat, angeschaut worden, weil wirklich sozusagen ein Brainwashing stattgefunden hat. Das ist gelungen einfach durch diesen Zirkel, dass man die öffentlichen Hände per se für schlecht erklärt hat, für nicht funktionierend und daher für zu teuer. Der Staat ist schlecht. Das hat natürlich sozusagen in vielen Dingen verfangen, vor allem bei der Krise in den 80er Jahren, Stahlkrise, erinnere, große Arbeitslosenherde in dieser Zeit. In Österreich immer noch. In Österreich glaubt jeder zum Beispiel, die verstaatlichte Industrie wäre, weil sie verstaatlicht wäre, hätte enorme Mengen an Steuergeldern gekostet, die damals hineingepumpt waren und wären das Schlimmste gewesen, was es damals gegeben hat. Und welch toller Vorteil, dass man die privatisiert hat und so ein Milliardengrab beendet hat. Kein Mensch bedenkt dabei, dass in Wahrheit die Stahlkrise die ganze Welt erreicht hat. Man hat überall versucht, durch Subventionen das auszugleichen. Das Absurde daran ist nur, die höchsten Subventionen haben private Stahlkonzerne bekommen, von British Steel bis zu den italienischen. Und die Föst hat nichts bekommen. Die haben nämlich nur Kredite bekommen in der ÖAG. Das ist also eine offene Lüge, die aber für die Propaganda sinnvoll war. Und das einzig Denkbare war die Privatisierung. Das war der eine Teil. Aber wir haben das ja erlebt in jedem der anderen Bereiche. Steuern sind zu hoch und müssen runter. Und das heißt, eine Masche, die man heute noch, wenn man unserer schwarzen Maria zuhört, dann ist das ja weiter so. Also das ist eine Art sozusagen globale Feststellung, weil jede Steuer ist schlecht und jede Steuer ist des Übels und wer das erhört, wird jede Wahl verlieren. Ich habe selber gemerkt, wir kennen uns ja teilweise längere Diskussionen, in meiner eigenen Partei zu dem Punkt zu kommen, dass man offen auch fordern kann, Steuern zu erhöhen. Es war ein irrsinnig mühsamer Weg, dass sie das getraut haben, auch viele. Und interessanterweise, das beste Argument war immer dann, wenn man mit Steuersenkung gemacht hat, hat man Wahlen verloren. Wäre vielleicht das umgekehrt. Dann kam immer nur ein Beispiel heraus, nämlich das Mallorca-Paket des Bruno Kreisky mit dem Herbert Salcher. Die wollten eine Steuer einführen und dann hat man die Wahlen verloren. Dass die Wahlen im Jänner 1983 sozusagen verloren im Sinn, dass die absolute Mehrheit weg war, war schon lange klar vor diesem Zeitpunkt. Die Kronenzeitung hat halt damals wild opponiert dagegen. Obwohl ein sehr vernünftiger Vorschlag darum ging, nämlich eine Quellenbesteuerung einzuführen auf die Zinsen, die dann über mit der ÖVP gemeinsam dann 10 Jahre später eingeführt werden musste, muss man so sagen. Gut, so viel zur Vergangenheit. Dieses Brainwashing herrscht immer noch vor. Aber welche Macht das hat, erkennt man ja an dem, was ich glaube, der Peter Fleißner hat es vorher erzählt, dieses Vorhaben 2008, 2009, das Bekenntnis, das darf aber nicht nochmal passieren. Da könnten wir jetzt endlos die G20-Gipfel-Summaries und alles nachlesen, von England angefangen, wo jedes Mal das Bekenntnis war, wir regulieren diesen Sektor. Welche Widerstände dabei herrschen, sieht man in der ganzen Diskussion Finanztransaktionssteuer. Welcher mühsam war jetzt für die jetzige 11 Staaten, die bereit sind, in einer vertieften Zusammenarbeit das zu tun und welche enormen Gegenkräfte wirksam sind. Gestern hat die britische Regierung angekündigt, dass sie das Ganze bekämpfen wird vor dem Europäischen Gerichtshof, weil so hohe manifeste Interessen dahinter stecken, dass natürlich das nicht von einem Tag am anderen geht. Und, das darf ich in dem Kreis sagen, die Macht sozusagen derer, die Opfer sind und sie aufregen und auf der Straße stehen,
das merken die anderen noch gar nicht. Also dass die flächendeckende Widerstand in Europa, so wäre das kein, dass nichts anderes übrig bleibt, ist auch nicht in Südeuropa oder wo in diesem Ausmaß merkbar. Und die Zelte, die wir noch erlebt haben in Madrid und anderswo, sind abgebaut. Und eher ist die Verzweiflung und in Europa wiederum leider eine Wirtschaftskrise dazu führt, dass die Wahlergebnisse eher die Gesellschaft nach rechts drängen lässt in der ersten Phase. Und meine große Befürchtung ist, dass der Fehler ein zweites Mal die europäischen Bevölkerungen begehen. Ist gar nicht, ich will jetzt gar keine historische Diskussion, was durch Wahlen war oder nicht. Aber es gab ein Packing in manchen, vielen Ländern Europas bei der letzten Weltwirtschaftskrise, dass der starke Mann und der Faschismus die Lösung ist. Und wenn man sich anschaut, mit welcher Werf in vielen Ländern, wo nur nach Ungarn über die Grenze schauen ist, wird einem Angst und Bange, was in dem Bereich möglich ist. Und ich meine, brauchst du dich vormachen, Zypern war, mit der letzten Regierung wurde nicht verhandelt und prompt wurde eine rechte Regierung hergestellt. Und Italien ist am Weg wieder, wir brauchen wieder eine Regierung, die Reformen durchführt. Na, was das heißt, wissen wir schon. Das war so wie in den letzten Jahren, das heißt in Wirklichkeit soziale Kürzungen, ohne die Kernprobleme anzugehen, nämlich die ungleiche Verteilung des Vermögens. Insofern bin ich ein bisschen pessimistisch, was das revolutionäre Energie betrifft. Notabene, weil ja, wenn man so wie zum Unterschied vom 19. Jahrhundert ein kampfbereites Proletariat, das auch organisiert ist, in dieser Form nicht mehr besteht. Die Zerklasterung, die Biografien auch der jungen Leute so sind, dass die Frage ist, ob sie zu einem Widerstand, der ist gleichzeitig so viel. Mit dem amerikanischen Traum, da ist er zeitlang selbstständig, dann hat er wieder einen Job, dann gibt es wieder das. Und in der Biografie heraus sollst du sowas, jetzt sage ich es bewusst im Stil des 1900er, Klassenbewusstsein entwickeln. Mit diesem permanent von der Lotto-Toto-Gesellschaft, dieser Glaube ist amerikanischen Traum und ich werde es dann schaffen. So funktionieren diese ganzen Systeme hier. Insofern ein bisschen pessimistische Aussicht, was das revolutionäre Element ist. Wie weit demokratische Prozesse weiterführen, da bin ich optimistischer, weil ich sehe ja sozusagen im Umfeld, wie sich es verbessert. Also ja, am Montag, wie Zypern war, habe ich ja zu diesem Thema Steuererosion, ja neben den 26 Billionen Steueroasen, vor allem auch diese Frage der internationalen Konzerne, die mit International Tax Planning keine Steuer mehr zahlen, gebrandmarkt. Und wieso Defector da als auftritt als Verteidigerin, statt dass sie diesen unfairen Wettbewerb gegenüber nämlich den ganzen kleinen und mittelständischen Wirtschaftsbetrieben, die ja in Konkurrenz stehen. Das Café aus um die Ecke hat einen Starbucks daneben. Wenn der keine Steuer daneben zahlt, ist er in deinen Sack hüpfen, der andere hat einen Lauf und dann wird die gleiche Zeit gemessen. Und das war interessant, dass da dann Leute wieder stumpf voll, da braucht das, schaust du ihn an, den Günther, und dann braucht er Sekunden, aber da muss er auch applaudieren. Also da merkst du, da kommt so ein Zusammenhang heraus, da weißt du, da stimmt was nicht und eigentlich aber am Ende des Santoni-Wirtschaftsbund-Mitglieder, nämlich die Kaffeehäuser, nicht Starbucks, wo er dann erkennt, das könnte sozusagen, na, eigentlich ist das richtig. Also so pessimistisch bin ich nicht, was dieses Wandel betrifft, zumindest was das Brainwashing betrifft, das besser wird. Es ist halt irrsinnig mühsam und sind wir froh, dass so Dinge wie das, was der Christian Felber macht, nämlich wirklich versuchen über Jahre, Entschuldige, es war jetzt Kap, wir denn fast ein bisschen pfarrermäßig das zu tun, ist gut, weil es dazu beiträgt, dass die Diskussion gibt und dass es sich ein bisschen sich reinigt, die Geschichte. Und wie gesagt, für Europa selber bin ich nicht so optimistisch, weil wir derweil halt nicht die Tendenz sehen, dass im großen Stil sich eine Mehrheit ändern würde. Ich sehe auch keine Partei, die Gruppierungen, die europaweit sagen, wir gehen in ein Europaparlament und wollen dort eine rot-grüne Mehrheit haben, und werden keine neoliberale Kommission mehr dulden. Das ging ja nach Lissabon. Theoretisch könnten ja die Parteien anders sagen, wir wollen eine Koalition machen im Europäischen Parlament, wir wollen dort die Mehrheit haben und wir werden nachher weder einen Präsidenten akzeptieren vom Rat noch ein Mitglied, das den bekennt. Und würde plötzlich die Kommission zu dem machen, was sie sein sollte, die europäische Regierung nämlich, die als erster schauen muss, wie schaut, habe ich eine Mehrheit im Parlament. Und würde damit ein Gegengewicht darstellen. Aber wie gesagt, so weit sind wir nicht, aber ich bin guter, vielleicht erleben wir es noch. Darf ich eine Rückfrage nur, keine Repliken, aber eine entscheidende Rückfrage. Nur, was würdest du glauben, dass passieren würde, wenn die SPÖ bei den nächsten Wahlen mit diesen 10 Punkten als Wahlprogramm, als Teil des Wahlprogramms antritt? Was würde passieren, sozusagen eine realistische Einschätzung? Weil ich habe jetzt gehört, aus dem, was du gesagt hast, das größte Hindernis dorthin ist, dass solche Positionen innerparteilich gar nicht zustande kämen.
ich glaube, dass ein bisschen Zeit dafür bräuchte. Heute hätte die SPÖ das Problem, dass viele kommen würden und sagen, ja, und jetzt seid ihr schon wieder seit 2007 mit an der Regierung, warum habt ihr nichts gemacht in der Richtung, was nicht stimmt. Also wir haben ja ein paar Dinge, die hätte man nicht für denkbar gehalten, dass man das sozusagen sich in der Zeit ist. Über dieses Glaubwürdigkeitsproblem, das du aber sowieso mit dem anderen Teil auch hast, weil ja jede Mitstimmen bei den europäischen Regeln ja sagt, wieso habt ihr mitgestimmt, ja auch da ist, glaube ich aber, dass man durchaus ein besseres Wahlergebnis damit erzielen könnte, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die genau auf sowas auch von der SPÖ warten. Umgekehrt gibt es natürlich, in Deutschland das immer, was die Austrazismus, der Genosse Vorsichtel und Rücksichtel, immer die Angst da ist, das könnte auch negativ kommen und sozusagen nicht sicher ist, ob dafür sozusagen genügend Elan vorhanden ist. Ich bin aber deswegen optimistisch, weil ich bemühe mich um diesen Kurs der Sozialdemokratie jetzt schon länger und es gibt wirklich Fortschritte. Es ist halt wie bei einem Schiff, braucht man länger, bis man Kurve fährt, ist nicht schnelle Motorroller, wo du schnell um die Kurve fährst, aber es bewegt sich immerhin und daher sehe ich es positiv auch bei der Umsetzung. Ich meine, gerade jetzt geht eine 5 Jahre zu Ende, wenn man Bankenabgabe, ich hätte nicht gedacht, dass wir schaffen, wenigstens irgendeine Form der Spekulationsbesteuerung durchzusetzen, was wir jetzt bei Grundstücken und so haben. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es einen Einstieg in die Finanztransaktionssteuer gibt, ehrlich nicht. Und sozusagen, ich bin fast ein bisschen überrascht, wenn ich jetzt die letzten paar Jahre zurückschaue, ist schon einiges weitergegangen. Also es war nicht so schlecht. Danke, das muss man ja wirklich zugeben. Das Problem ist halt wirklich, dass ich meine, ich bin ja selber auch nur, wenn auch nur ein kleiner Parteifunktionär, dass halt alles immer relativ schaumgebremst ist. Und natürlich ist es so, dass man, wenn man jetzt mit bestimmten Ansagen, die dann natürlich auch einen Aufschrei parteilich hervorrufen bei bestimmten Medien und deren Interessen, dass man dann unter Umständen vielleicht Stimmen verliert. Aber man könnte natürlich im Gegenzug sagen, die Wahlergebnisse der letzten Jahre seit der Wende sind eh nicht so, dass man jetzt befürchten muss, dass man jetzt einen grandiosen Erfolgslauf damit jetzt wieder abbremst. Also man könnte durchaus einmal etwas anderes probieren und nicht mehr vom selben. Aber ich erkenne, ich kann mich erinnern, wie du einmal gesagt hast, dass eine hohe Staatsquote Teil eines entwickelten Landes ist. Und das ist damals irgendwie in der SPÖ, ja, das macht nichts, das ist trotzdem nicht so gut angekommen bei der Führung damals. Und da, glaube ich, ist man ein bisschen an der Bevölkerung vorbei. Ich wechsle jetzt zu meinem anderen Podiumsgast. Sie haben es jetzt natürlich ein bisschen leichter, weil die Frage, was haben Sie in der Vergangenheit gemacht und was machen Sie nach der Wahl, ist für Sie wahrscheinlich nicht so schlagend. Trotzdem kann ich Ihnen eine kritische Frage nicht ersparen. Wie gehen Sie damit um, dass man natürlich Ihrer Gruppierung vorwerfen wird, dass ja der sogenannte reale Sozialismus, man sagt ja, das Ende der Geschichte ist gekommen und die westliche kapitalistische Demokratie hat gewonnen. Ich meine, wir wissen schon, dass das jetzt in dieser Formulierung ein Holler ist. Aber nichtsdestotrotz ist sozusagen unbestritten, dass die realsozialistischen Experimente auch nicht das Gelbe vom Ei waren, auch nicht in ökologischer Hinsicht. Man hat ja sehr wohl da auch auf Wachstum gesetzt. Und inwiefern sind Sie, die Sie ja sicher für diesen Kurswechsel irgendwie eintreten, inwiefern sind Sie da mit einer Art Ressortiment konfrontiert, indem man sagt, der Kommunismus hat seine Chance gehabt und eigentlich vertan? Also zunächst, die ehemaligen realsozialistischen Länder gibt es seit über 20 Jahren nicht mehr. Und sie spielen daher sozusagen für die realen Verhältnisse, die wir jetzt in Europa haben und auch in Österreich, keine Rolle. Dass es Ressortiments natürlich nach wie vor gibt, die auch geschürt werden da und dort, ist keine Frage. Aber wenn man die KPÖ heute fragt, was wollt ihr, dann werden sie von jedem KPÖler hören, also mit dem, was da drüben war. Also das ist nicht unsere Zielvorstellung, das wird sich nicht wiederholen und wiederholen lassen. Also das ist abgeschlossen. Aber damit komme ich also zum eigentlichen Thema, also was tun heute? Natürlich, wir haben vorgefundene Bedingungen und ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was sozusagen historisch zum neoliberalistischen Umbau
also des Kapitalismus also geführt hat. Aber noch einmal festhalten, dass es ein Kernbereich ist, der in der Funktionsweise sozusagen also ein Mechanismus entwickelt worden ist durch entsprechende Verschiebung auch der Macht- und Eigentumsverhältnisse, um eine systematische Umverteilung nach oben zu erreichen. Wenn man die Primärverteilung nimmt, der Statistik ist gezeigt worden, obwohl mehr unselbstständig Beschäftigte tätig sind, geht die Lohnquote zurück. Und bei der Sekundärverteilung wachsen also die Lohnsteuer, die Massensteuer stärker als die realen Löhne. Also auf diesen beiden Ebenen spielt sich das ab und ist ungebremst. Egal, welche Regierungen also an der Macht sind und welche Zusammensetzung, bis hin also zu Grün-Rot haben wir ja auch gehabt in Deutschland, gerade dort also ist sozusagen ein massiver Schritt also in Richtung eines zusätzlichen Triebrades für diese Umverteilung nach oben eingeführt worden. Wenn man also über Alternativen spricht, dann muss man meiner Meinung nach bei diesen beiden Ebenen ansetzen. Was kann man in der Primärverteilung, was kann man in der Sekundärverteilung tun? Bleiben wir bei der Primärverteilung. Also höhere Löhne zu fordern, außer dass man mit Mühe und Not vielleicht noch also die Inflation abgegolten bekommt, das ist ja schon tabu. Also auch bei allen Diskussionen, die ich also und Alternativen, die ich jetzt also auch bisher gehört habe, eine aktive Lohnpolitik, von dem redet kein Mensch. Ich möchte nur daran erinnern, also man muss ja das Rad in allen diesen Dingen nicht neu erfinden. Es hat ja einmal eine Lohnformel auch des ÖGB gegeben, die hat folgendermaßen gelautet: Abgeltung der Teuerung, Abgeltung der Produktivitätssteigerung. Und drittens ein Umverteilungsfaktor. Denn die Abgeltung der Inflation und die Abgeltung der Produktivitätssteigerung hält ja sozusagen die Verteilungsverhältnisse nur stabil. Aber das ist noch nicht Umverteilung zugunsten der Arbeiter und Angestellten und des Anteils der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen. Also das ist völlig in Vergessenheit geraten. Und wenn man auftritt am ÖGB-Kongress, der jetzt im Juni sein wird und sowas sozusagen zur Diskussion stellt, dann wird man von einigen angeschaut, also ob man von einer anderen Welt wäre. Obwohl sozusagen das selbst einmal im ÖGB gängig war. Das Zweite, Sekundärverteilung, also natürlich alles das, was also in der Steuerpolitik schon angerissen worden ist, ist am Tapet. Und möchte ich schon daran erinnern, also was tut die KPÖ, außer immer wieder zu erklären, also wir haben nichts mehr mit den ehemaligen sozialistischen Ländern am Hut. Wir waren also die Ersten, die verlangt haben, in einer populären Formel eine Reichensteuer. Jahrelang. Reichensteuer, Reichensteuer, Reichensteuer. Jetzt ist es im ÖGB gängig, jetzt ist es in der Sozialdemokratie gängig, ist es also im Wahlprogramm, wird also sozusagen in die politische Landschaft geworfen. Aber es ist halt ein Bohren dicker Bretter, um sichtbar zu machen und auch die Schlussfolgerungen daraus zu formulieren, dass aus der ungerechten Einkommens- und Vermögensverteilung man Schlussfolgerungen ziehen muss. Also Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer. Ich muss auch immer wieder, auch wenn der Mats Netter wieder da sitzt, weil er das verteidigt hat, die Senkung der Körperschaftssteuer von 34% auf 25% also kritisieren. Real zahlen die großen Kapitalgesellschaften nicht einmal das, sondern wie die Arbeiterkammer jetzt wieder auch publiziert hat, maximal 17% bis 18%. Und wenn man das also mit dem Eingangssteuersatz konfrontiert, der schon genannt worden ist mit 36,5%, also das ist eine derartige schreiende Ungerechtigkeit, also die unerträglich ist. Natürlich Finanztransaktionssteuer und die, also auf dem Sektor
ziehen wir bei allem mit, was in die Richtung tatsächlich geschieht. Ich möchte aber daran erinnern, dass wir lange Zeit die einzigen waren, die eine Rechensteuer gefordert haben. Also so viel zum Umverteilungsmechanismus und wie man versuchen kann, zumindest die Richtung wieder umzudrehen, ist schon wieder sehr viel gesagt, aber zumindest zu bremsen, diese beschleunigte Umverteilung nach oben. Und die am Podium hier sind sich wahrscheinlich einig, das ist ja auch schon aus den Referaten hervorgegangen, dass die ungleiche Vermögensverteilung und vor allem auch die ungleiche Einkommensverteilung, vor allem in Form der Kapitaleinkommen, eine der wichtigsten Ursachen für die zunehmende Labilität nicht nur der Finanzmärkte, sondern in Wirklichkeit des gesamten Wirtschaftssystems heute geworden ist. Ein zweiter wichtiger Punkt, ich habe meine Alternativen in 5 Häppchen geteilt und bin jetzt beim zweiten. Und da stimme ich völlig auch überein mit dem schon bisher Gesagten. Ohne Überführung der Banken, der Versicherungen, des gesamten Finanzsektors in öffentliche Hand und unter öffentlicher Kontrolle wird es keine wirksame Regulierung der Finanzmärkte geben. Also man sieht es ja auch an den Ergebnissen jetzt trotz der Tiefe dieser Krise und dass man in den Abgrund geschaut hat, ist kein nach 5 Jahren, wir sind im Jahre 5 nach dem Tiefpunkt, der Finanz- und Wirtschaftskrise, nichts zustande gekommen. Man redet jetzt über die Europäische Bankenunion und alles Mögliche und Basel III und so weiter. Aber real gehen die Dinge so weiter, wie sie auch vor der Krise in der Funktionsweise gewirkt haben. Also ohne Änderung der Eigentumsverhältnisse in diesem Sektor wird sich nichts Grundlegendes ändern. Ein dritter wichtiger Punkt, der zur Stabilität in der Zukunft beitragen kann und wird, meiner Meinung nach, das ist die generelle Streichung der Staatsschulden, zumindest ab einem bestimmten Prozentsatz, genannt wurde schon mal die 60%, ne, die Maastricht-Vertrag ist, alles was darüber ist, soll gestrichen werden. Ich bin da sehr dankbar, dass du erinnert hast, ne, dass Schuldenstreichen etwas Uraltes ist. Jetzt ist das Buch von dem Gräber, glaube ich, ne? Nicht Graber, sondern Gräber, herausgekommen, der auch daran erinnert hat, dass eigentlich die Frage der Schuldenstreichung der Hintergrund jeder wirklichen Revolution war. Das Streichen der Staatsschulden, zumindest ab einem bestimmten Prozentsatz gemessen am BIP, steht auf der Tagesordnung meiner Meinung nach. Und wenn man mit Bankern spricht und auch in Wirklichkeit findet man auch dort, nicht natürlich in der Öffentlichkeit, Verständnis für die Forderung. Der vierte Punkt, Arbeitszeitverkürzung. Der Peter hat genannt, die Produktivitätsentwicklung. Allein, wenn ich mich jetzt erinnere, in den letzten 12 Jahren 35% Produktivitätssteigerung bei gleichbleibenden Reallöhnen. Das heißt, die Leistung pro Beschäftigten ist um über ein Drittel gestiegen in diesem Zeitraum und sie scheint nirgendwo bei den Arbeitern und Angestellten auf. Also in Wirklichkeit, wenn ich sage, dass die 30-Stunden-Woche auf der Tagesordnung steht, dann ist das schon ein Zugeständnis, denn wenn man ein Drittel Leistungssteigerung hat, die aber nirgendwo abgegolten ist, weder in Arbeitszeit noch in Reallöhnen, dann ergibt sich hier ein riesiger Spielraum für eine entsprechende Maßnahme und wir sind uns sicher einig, dass auch eine drastische Arbeitszeitverkürzung eine wichtige Maßnahme gegen die Arbeitslosenrate darstellt, die ja alle besorgt macht, weil sie vom Niveau her sich stabilisiert, höher als es in der Krise, vor der Krise der Fall war, fast um 100.000 mehr. Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden. Fünfter Punkt, alles
gegen die Prekarisierung der Arbeits- und Lebenswelt. Kein Arbeitsverhältnis ohne Sozialversicherung, entsprechende Regulierungen, die also die soziale Sicherheit wieder erhöhen. Warum rechtspopulistische Parteien so ein Einfallstor finden, ist, weil die Prekarisierung direkt und indirekt eine derartige Verunsicherung, nicht nur in der tatsächlichen Lebenslage, sondern auch in der psychischen Lebenslage. Jeder, der noch ein stabiles Arbeitsverhältnis hat, muss ja befürchten, dass sein nächstes nicht mehr stabil ist. Das heißt, es reicht ja weit über den Kreis der tatsächlich prekär Beschäftigten hinaus. Und das ist ein Kernpunkt meiner Meinung nach gesellschaftspolitischer Einflussnahme, die dem Neoliberalismus gelungen ist und die alle Regierungen in Europa, egal in welcher Zusammensetzung, mitgemacht haben. Die Prekarisierung der Lebensverhältnisse mit dem extremen Ausprägung der Ein-Euro-Jobs in Deutschland und das strahlt ja letztlich also auch auf die anderen entwickelten kapitalistischen Länder aus. Und ich habe also auch noch zwei Vorschläge, die im Zusammenhang also mit der Perspektive des Grundeinkommens genannt wurden. Ein konkreter Schritt in der Daseinsvorsorge, wieder ein Element einzuführen, das sie leistbar macht und dadurch auch ein Netz sozialer Sicherheit zu schaffen, das wäre eine Energiegrundsicherung. Eine Energiegrundsicherung, ich verstehe darunter, dass eine bestimmte, also wenn man das Recht auf eine Wohnung hat, ist auch das Recht auf eine warme Wohnung. Sonst, also es geht darum, eine bestimmte Wärmemenge zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das heißt, dass das alles, was darüber ist, wird progressiv besteuert. Finanzierbar ist es, wenn man sich die Gewinne also der Energieunternehmen anschaut. In Österreich ist es die ÖMV, aber in anderen Ländern sind es andere. Also eine Umverteilung auch in dieser Richtung ist möglich, in Richtung Energiegrundsicherung. Das zweite ist Nulltarif auf den Öffis. Man könnte beginnen, also zumindest Freifahrt also in die Arbeit, aber in Wirklichkeit ist das ja natürlich auch eine ganz entscheidende Frage des ökologischen Umbaus der Gesellschaften, dass also die private Mobilität also durch Autoverkehr eingeschränkt und also die Öffis entsprechend ausgebaut werden, aber das entsprechend mit dem Nulltarif. Und ich sehe diese beiden Forderungen als ein kleine Schritte in Richtung Grundeinkommen. Das wären also ein paar Alternativen, die ich zur Diskussion stelle. Es fällt mir immer ein bisschen schwer, nur zu moderieren und nichts zu sagen. Was zu sagen oder nichts zu sagen? Ja. Das war jetzt irgendwie deutlich. Ich möchte nur auch, es gibt irgendwie einen ganz interessanten Punkt zum Thema Prekariat. Ich habe einmal mit einem Gewerkschafter gesprochen und habe kritisiert, dass man letztlich diese Mindestsicherung dann nur 12 Mal auszahlt. Und er hat zwar gesagt, ja, das ist schon bedauerlich, aber wir waren halt schon unter Druck, weil ich meine, es gibt halt Leute, die verdienen nur 800, 900 Euro und wie erklärt man dann denen, dass die eine Mindestsicherung zahlen, die anderen, also kriegen die anderen, die halt nicht arbeiten gehen. Nicht? Also es ist nicht das Problem, dass manche Löhne so verheerend niedrig sind, sondern man muss halt schauen, dass die Mindestsicherung nur entsprechend weiter darunter ist. Zu dem Thema Lohnpolitik wolltest du replizieren, darf ich dir... Ich wollte gar nicht böswillig, es tut mir nur so weh, gerade von Marxisten, wenn man die objektiven Umstände zu wenig berücksichtigt. Das klingt dann so, als ob die wollen einfach nicht oder sind beim ÖGB blöd, dass sie es tun oder so. Man muss die Gewalt der gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse in der globalisierten Welt als solches zur Kenntnis nehmen und sich dann überlegen, mit welcher Strategie kann ich was ändern. Sonst wirst du das nicht ändern können. Du musst ja das System ändern. Nein, das ist nicht eine Frage, ob ich mich hinstöre. Das ist der katholische Ansatz. Und wenn alle brav beten, verändert sich was. Die objektiven Verhältnisse eines Wirtschafts- und Gesellschaftssystems führt zu den Handlungen, die dort stattfinden. Vielleicht bleibt das noch im Hirn von Linken erhalten.
ist nicht eine Frage, ob sie gut oder schlecht sind. Ja, aber nur noch einmal, wie kann das im Kapitalismus stattfinden? Nein, das ist doch, hört's doch auf mit der Illusion, bitte. Du hast eine Situation, ein Weltwirtschaftssystem, bei dem du heute, und wir haben spürbar gehabt in Südeuropa zum Beispiel, wo wir nicht so eine schlechte Lohnentwicklung hatten, dass du über Jahre, wenn du so willst, national mit einer, ich sage es bewusst, besseren Lohnpolitik versucht hast, sozusagen was zu tun in der Breite der arbeitenden Menschen. Und du hast mit einer Brutalität ein Lohndumping gehabt, dass Länder wie Deutschland, aber auch Österreich auf der Basis dieser Form einmal innerhalb des Binnenmarkts der Europäischen Union ausgespielt haben und brutal rausgedammt haben. Das heißt, die Produktion verlagert sich dorthin. Und wir haben das weltweit natürlich. Gebt euch doch keine Illusion hin. Und ich empfehle jedem davon, sich heute eine Stunde hinzustellen in Hongkong oder Shanghai oder auch hier in Rotterdam ist näher oder in Hamburg und schaut den Warenstrom an. Der findet natürlich statt und du musst das System ändern, dass du mit Kinderarbeit und Sozialdumping woanders verhinderst, dass die überhaupt eine Chance haben. Ich halte alles wirklich andere für naiv. Zu glauben, wenn wir appellieren, dann tun wir. Und ich. Ja, die macht er mit billiger Energie. Nein, da will alle Unternehmen wieder zurückkommen. Ja, mit billiger Energie. Also genau mit Schiefergas, ja, korrekter Einwand. Ja. Auch mit anderen Industrien. Ja. Ich wollte nur diese naive Form, ja. Den ist doch nur. Nein, entschuldigen Sie, die Löhne, das ist ich habe noch mal eine. Aber das kann. Ja, ich bestreite nicht. Wir reden über die Ursache. Dieses Hoppertatschige. Alle deppert. Ist die Frage, sind alle Gewerkschafter deppert und zu blöder Lohnplanung zu gehören? Und das über 30 Jahre. Kurz. Und ich glaube, dass dahinter ein objektives, gewalttätiges Weltwirtschaftssystem steht, das in seiner Struktur es dezentral organisierten armen Würstel als Lohnverhandler objektiv gar keine Möglichkeit gibt. Ja, tun wir wieder reguliert diskutieren? Nein, wir sind in dem Fall im Neoliberalismus immer alles dereguliert. Genau, und das waren Entscheidungen. Also das, was du jetzt als Gewalt der weltwirtschaftlichen. Ja, politische Entscheidungen. Ja. Genau, und das finde ich ist da. Also ich finde, da sollten wir auch ansetzen. Warum haben Parteien unterschiedlichster Farben in den Regierungen dieses furchtbare System installiert? Warum haben sie einen Freihandel ohne Arbeitsschutzmaßnahmen, ohne soziale, ohne Lohnkorridore, ohne Sozialkorridore? Genau, warum haben sie das gemacht? In wessen Interesse? Also naiv ist zu glauben, dass ja, finde ich schon. Also wir haben das ja kritisiert, dass der freie Handel eingerichtet wird, ohne dass es diese Schutzmechanismen gibt. Und das finde ich schon ein Widerspruch, weil wenn es die Schutzmechanismen gegeben hätte, dann hätte das Erpressungsargument nicht gezogen. Und schlussendlich, also das Einzige, wo es ein Widerspruch ist, ob die Drohung in der Erpressung, ob die leer ist oder ob die real ist. Und ich glaube, es gibt Beispiele, wo sie wirklich leer war und wo sie Lohnsenkungen durchgesetzt haben, obwohl sie sich die höheren Löhne leisten hätten können. Und ich stimme aber zum Teil auch der faktischen Sichtweise zu, dass in einigen Fällen die Drohung eine echte war, nämlich wenn die höheren Löhne gezahlt worden wären, dass dann diese Unternehmen im internationalen Konkurrenzkampf unterlegen wären. Und nicht gleich, aber mit der Zeit. Ich kenne viele Unternehmen. Aber der springende Punkt ist, warum haben Parteien, die wir gewählt haben, dieses furchtbare System installiert? Das gibt es ja nicht von Natur aus. Ja, aber dann haben sie auch sehr lange die Kritik überhört, sozusagen, die es an diesem Freihandel gegeben hat. Ja. Sie haben es. Die Linke hat viel zu spät, weil die Linke Intellektualität hat viel zu spät auf die Gefahren hingewiesen. Das trifft uns alle, mich inklusive. Wir haben in den 80er Jahren, wenn das damals entschuldigt, ihr wisst doch ganz genau, keiner hat eine fundamentale Systemkritik, auch beim Freihandel, als in den 80er Jahren den freien Kapitalverkehr durchgesetzt worden. Das war schon bevor der Wechsel stattgefunden hat. Dann wurden die entscheidenden Schritte gesetzt. Der Binnenmarktidee wurde 93 nur noch umgesetzt in der Europäischen Union. Die WTO-Systeme waren die wesentlichsten entscheidenden Runden waren vorher.
Die Linke hat geschlafen, mir inklusive, wir haben nicht drüber nachgedacht. Ja. Die Hälfte bei der Freiheit ist selber die Börse gegangen damals. Ja. Keiner hat mehr Bücher geschrieben. Entschuldigung. Sollen wir auch mal einbekennen? Ich kann ihm nicht immer das Mikrofon geben. Er hört nicht auf, sonst wenn er das Mikrofon auch noch gibt. Entschuldigung. Nein, grundsätzlich, also ich glaube nicht, dass alle zu dumm waren, sondern es gibt natürlich schon mächtige Kräfte, die das betrieben haben. Dass die Linke vielleicht das ein bisschen verschlafen hat, das ist schon richtig. Andere waren sich der Sache, glaube ich, schon in einem hohen Maß bewusst. Ich meine, die Europäische Union hat ja quasi irgendwo diese Freiheiten als geradezu als Verfassung und die positiven Politiken waren damals bei der Inauguration der Europäischen Gemeinschaften schon eben nicht so mehrheitsfähig wie die negativen Politiken, sprich die Freiheit des Kapitalverkehrs etc., Warendienstleistungen. Ich bin irgendwie mit diesem weltwirtschaftlichen Zwang ein bisschen kritisch, weil man kann natürlich sagen, wir müssen wie beim Klima, also wir müssen alle Staaten dazu bringen und wir müssen zur Finanztransaktionssteuer, haben wir einmal gesagt, also wenn nicht alle dafür sind, geht es nicht. Es werden halt nie alle dafür sein. Und wenn man sozusagen glaubt, wir müssen eigentlich die Welt verbessern, ja, wir müssen die Welt verbessern, wir müssen die ganze Welt verbessern, ja. Und solange das nicht ist, können wir in Österreich auch nicht viel verbessern, ist wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht sehr realistisch. Noch dazu ist es ja gerade so, die Produktion, ja, ist natürlich globalisiert und da kann man bei bestimmten Industrien, hat man einfach verloren, nur es sind ja nicht die Industrieländer, die in Österreich die schlechtesten sind, sondern ganz mies ist es zum Beispiel im Handel. Und im Handel verstehe ich es eigentlich nicht, weil wenn der Biller einen höheren Mindestlohn zahlen müsste seinen Verkäuferinnen, also dann wird er deswegen nicht nach Schottland gehen oder nach Thailand oder sonst wohin, weil er würde das die Österreicher bei ihm einkaufen. Er hat also de facto gar nicht die Möglichkeit des Abwandels. Insofern glaube ich schon, dass es zum Teil ein bisschen ein vorgeschütztes Argument der Industrie, der Wirtschaft, aber ein bisschen auch der Politik ist, meiner Ansicht nach. Er darf jetzt einmal replizieren, dann gehen wir wieder ins... Ich versuche es kurz... Ich glaube, auch da ist eine gewisse Illusion, der man sich nicht denken soll. Du hast recht, man kann nicht warten, bis Fidschi auch noch was ändert, keine Frage. Die Europäische Union wäre aber an sich, die hat noch von ihrem Anteil am weltwirtschaftlichen System ein geeignetes, wenn man so will, regionales Gebilde, bei dem man schon Veränderungen herstellen kann. Weil sich es nicht leisten kann, das Kapitalverwertungsinteresse weltweit zu verzichten auf die gesamte Europäische Union mit einer halben Milliarde Bürger. Das könnte man machen, aber es wird nur bald auch das zu klein sein dafür. Weil wenn natürlich der Binnenmarkt in China so wächst, wie er jetzt wächst, das siehst du auch an bestimmten Dingen, da versucht die Elektroautoproduktion in Europa, sagt die Entschuldigung, in Peking werden mehr Elektroautos verkauft in den nächsten 5 Jahren als in ganz Westeuropa. Wir produzieren dort schon, weil der Konsument dort da ist. Das heißt, wir haben schon einen Effekt in der Gesamtentwicklung, der uns in Europa nicht mehr reicht. Aber das glaube ich nicht, dass es nicht tut. Aber diese Systemänderung ist passiert, weil man erstens die Linke es verschlafen hat, das kann man selbstkritisch sagen. Und zwar auch theoretisch, und zwar komplett. Ja, die linke Intellektualität, jene, die immer notwendig waren in allen Phasen, dass man vorher denken muss und dann kann man gesellschaftliche Veränderungen herstellen. Also auch die bürgerliche Revolution hat es gebraucht. Damals hat man sich nur 150 Jahre Aufklärungsliteratur gegeben, dann hat man es erste Mal zur Tat geschritten, später war es kurzfristiger, nur jetzt gab es überhaupt wenig. Also abgesehen von wirklich erleuchtenden Ausnahmen, der Stieglitz und andere haben früher geschrieben. Es gab keinen Diskurs. Ja. 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 Es kommt auf die Religionsgemeinschaft an. Welche soll das sein? Welche Religionsgemeinschaft soll das sein? Ich will jetzt keine Definition dazu sagen, aber ein armenorientierter Papst linker sein soll. Nur einmal, die fürsorgliche Gedanke, der fürsorglich-karitative Gedanke ist sicher ein bewundernswert toller. Ich rede von gesellschaftlicher Veränderung in dem Sinne der Zurückdrängung der Macht des Kapitals
Und dort sehe ich die Religion, diese Religionsgemeinschaft nicht. Aber das war keine Diskussion. Mir fehlt der intellektuelle Diskurs. Vor 30 Jahren gab es keine Debatte darüber. Als der freie Kapitalverkehr auch nicht von der KPÖ, bei aller Ehrlichkeit, bei niemandem. Es, wenn ich mir überlege, was eine Wurst Trotzkisten der 70er Jahre noch zu den Veränderungen geschrieben haben, und dann war es plötzlich aus. Fassungslos stand man davor und hat in Wahrheit 10, 15, 20 Jahre gebraucht, bis man strauchelnd angefangen hat, darüber nachzudenken. Vermögensbesteuerung, ehrlicherweise, ich habe die KPÖ nicht wahrgenommen in dieser Frage. Mir tut leid, falls ich ein Copyright hier verletzt haben sollte. Darum in den Bemühen. Ich habe sie aber nicht wahrgenommen. Das ist nicht böswillig. Ich glaube ja, dass man aus der Kritik lernen soll. Du musst vorausdenken, auch intellektuell. Den Teil kann man machen, damit du dann Blaupausen hast. Und insofern sind so Beiträge wie die Gemeinwohlökonomie einfach ein vernünftig, weil sie den Diskurs anregen. Du musst diese Diskussion führen, damit du nachher eine Grundlage hast, auf der Veränderungen stattfinden können. Aber leicht werden sie nicht. Denn die Globalisierung hat auch dazu geführt, dass das Spielfeld ein weltweites ist. Da muss man sich ganz klar sein. Ja, Moment, jetzt muss man das wieder ein bisschen strukturieren, aber ein bisschen Emotion in der Sache ist schon recht, das ist ein schwieriges Thema. Ich möchte jetzt den Herrn mit dem weißen Bart einmal das Wort geben, dann die Dame dahinter noch, und dann, glaube ich, war der Herr rechts davon. Politiker, noch dazu der Linken, nicht erklären kann, was links und rechts ist. Und dabei, nein, Moment. Ich habe mich sehr... ich wollte ja spontan, es ist ja ganz einfach. Weil Sie einen sehr ideologisch befrachteten Links- und Rechtsbegriff haben. Links im Wesentlichen heißt, dass ich mich identifiziere eher mit den Schwächeren und mit den Bedürftigen und dass ich eine Politik mache, die deren Lage verbessert. Die Rechten, und ich könnte das dann auch psychologisch ausführen, und ich glaube sogar, dass es eine anthropologische Konstante ist, so ähnlich wie das Flight-and-Fight-Syndrom. Wenn Sie konfrontiert sind mit einem abgerissenen Sandler, ja, dann brauche ich eine Fähigkeit in mir, dieses andere, diese Schwäche, diese Armut zu integrieren. Und die Rechten sind exklusiv. Die halten das nicht aus. Die sagen, es wird verschwinden. Da tue ich nichts. Ein Linker ist tolerant, ist vielleicht traurig. Und links ist integrativ für das Schwache, das andere. Rechts ist exklusiv. Das ist so ganz einfach einmal. Aber man kann das noch detaillierter machen. Ich wollte vorhin nur spontan zu ein paar Dingen, zu dem Beispiel Island und Schweiz. Das sind Gesellschaften, die seit Jahrhunderten, eigentlich schon seit dem Mittelalter, eine demokratische Tradition haben, auf Sippenebene. Wenn man sich an das Ding denkt in Island, wo die Leute zusammengekommen sind im Sippenverband und dort geteigert haben. Das fehlt uns. Wir sind in einer Gesellschaft groß geworden. Unser Bewusstsein, unser Denken ist eingefärbt durch ein Herrschaftssystem. Nicht? In Europa, wir sind die Gescherten. Nicht? Wir waren immer unter einer Monarchie im Wesentlichen. So, das wollte ich mal sagen. Dann auch die Sprache. Die Sprache ist ganz wichtig. Ja? Also ich glaube, dass man mit einer Reichensteuer die Leute eher verschreckt. Ich finde, man müsste sagen, also... die Höchstbemessungsgrundlage ist ungerecht oder Steuergerechtigkeit. Das heißt, nicht so sehr im Kopf, also Sie haben erwähnt, das Brainwashing, jetzt nur ein Wortspiel, man kann ein Brainwashing nicht konterkarieren durch, ich würde sagen, eine Zerebralisierung. Dass man auch nur selber, ich sage jetzt nicht extra nicht Hirnwichserei, sondern ich sage es ein bisschen eleganter, Zerebralisierung, muss die Menschen auch bei ihren Gefühlen erreichen und bei ihren Bedürfnissen. Und nicht nur im Kopf. Ich weiß jetzt nicht, ob so eine intellektuelle Diskussion heute viele Leute erreichen wird. Es gibt auf der Universität in Krems eine eigene Studienrichtung jetzt, hat es früher nicht gegeben, für soziale Innovation. Und das findet man in einer Privatuniversität in Wien auch, die machen auch soziale Innovation. Und der Herr Felber hat es ja angesprochen,
dass eine Veränderung demokratisch auch von unten kommt und nicht nur von oben durch Gesetze im Hirn. Das ist in der... Entschuldigung, ich bin schon fertig. Ich habe mich jetzt hinreißen lassen ein bisschen. In der Formulierung von Gesetzen, da ist Hirnschmalz notwendig, da ist Exaktheit, da ist Rationalität absolut wichtig. Aber wie der Peter gesagt hat, wie die Leute verführt werden. Nehmen wir das Beispiel in China. Sie sagen Auto, Auto, Nachfrage, Konsum. Es wird denen eingeredet. Man kann, meiner Ansicht nach, Entschuldigung, das Letzte, was ich sage, man muss bei den Bedürfnissen der Menschen anfangen. Bei den Bedürfnissen der Menschen schon auch im Kindergarten und in der Schule zu sagen, wozu brauchst du das alles? Nicht? Jetzt weiß ich nicht, wie viele Autos Sie haben oder meine Nachbarn haben 5 Autos. Ja, ja, also 5 Autos oder so irgendwas. Und jetzt frage ich mich nur, in China war zurzeit das Mao bekannt, dass alle Mineral gefahren sind. Und jetzt schauen Sie sich an, wie es in Peking zukommt. Wer? Das verstehe ich schon. Aber das sind meiner Ansicht nach mephistophelische Methoden, die Menschen zu verführen, dass sie konsumieren und das. Ja, okay. Entschuldigung. Ja, okay. Jetzt kommt die Dame, hat sich schon so lange gemeldet, bitte. Ja, ich kann noch gesittet reden, und zwar, wenn ich nicht gerade explodiere, weil also das Publikum nicht zu Wort kommt. Eine Sache, also zu der Entwicklung Neoliberalismus und warum also nicht rechtzeitig eben von der SPÖ eingeschritten wird dagegen. Es hat meiner Meinung nach keinen Sinn, dass man sagt, das wird eh nicht durchsetzbar sein, ich präsentiere es erst gar nicht. Also zum Beispiel die Vermögensteuer hat ja so begonnen, dass Voves einmal zurückgepfiffen wurde damit. Und man kann zwar sagen, dass auch schon privat, also Kapitalismus zunimmt und Egoismus und Konkurrenz und gegeneinander, das stimmt schon. Aber in dieser Frage waren sehr viele Leute für eine Vermögensteuer und die SPÖ ausgerechnet hat also das abgebremst. Also das ist schon etwas, was Sie mir erklären müssen, wieso eigentlich. Und dann das Zweite, wenn über Vermögensteuer diskutiert wird. Warum präsentieren Sie nicht so etwas, wie Peter Fleißner jetzt präsentiert hat, nämlich es wird gar nicht genügend erklärt, dass die Gewinnquote steigt, die Investitionsquote aber fällt und überhaupt die Lohnquote immer weiter sinkt. Das wird nicht erklärt. Es wird auch nicht erklärt, dass, so wie also gesagt wurde von der Kommunistischen Partei aus, übrigens, ich frage mich, wenn Sie mit dem früheren Kommunismus nichts zu tun haben, warum haben Sie den Namen nicht geändert? Sie leiden unter diesem Namen. Die Leute wählen nicht einen Kommunisten. Also ist meine Frage. Und dann meine ich, Sie haben angeschnitten die Arbeitszeitverkürzung, was ich sehr toll finde. Ich meine, man könnte auf 25 Stunden Arbeitszeit verkürzen. Würde man nämlich auf 35 verkürzen, würde sich die Arbeit nur verdichten. Das heißt, dieselben Leute müssen in derselben Zeit noch mehr arbeiten. Und die Produktivitätsquote ist ohnehin gestiegen. Also das würde bedeuten, gleichzeitig, es gäbe mehr Jobs am Markt, würde gleichzeitig bedeuten, man könnte den Frauen die gleiche Arbeitszeit zukommen lassen wie den Männern. Das heißt also hier eine Gerechtigkeit, die möglich wäre und nicht umgekehrt, dass man versucht, die Frauen auch ganztags unterzubringen, wenn wir keine Arbeitsplätze haben. Und Wachstum, wo immer noch geredet wird von angestrebtem Wachstum in der Wirtschaft, frage ich mich, das schafft aber keine Arbeitsplätze. Mehr Wachstum heißt mehr Rationalisierung, heißt mehr Maschinen, aber nicht mehr Arbeitsplätze. Und abgesehen davon, wo bleibt dann, das ist zuerst schon angesprochen worden, wo bleibt dann eigentlich die Umwelt, wenn Sie sagen, mehr Wachstum, wir haben ein begrenztes System. Und jetzt noch ganz kurz, also zur Steuer, noch einmal zurück, weil ich auch fragen möchte, es wäre doch an und für sich möglich, innerhalb der EU sollte schon nicht diese Konkurrenz herrschen, aber dann Konkurrenz mit China, mit ganz anderen Mitteln. Also die verschiedenen Wegen fahren auch nicht gegeneinander oder Boxen wird auch nicht gegeneinander ohne Grenzen gemacht. Also da muss es doch Regelungen geben. Und darum meine ich,
obwohl ja mit China der Handel ja nicht sehr groß ist, es ist ein ganz winziger Anteil von Österreich, was wir also China-Waren haben. Aber immerhin trotzdem, es wäre möglich, Zölle zu machen für solche, die die Menschenrechte nicht einhalten. Und diese Zölle könnte man auch verwenden, dass dort die Menschenrechte eingehalten werden, wenn es schon nicht anders möglich ist. Also meine Frage ist, warum wird Vermögensteuer nicht besser erklärt, warum nicht besser begründet? In jeder Diskussion gibt sich jeder geschlagen, der Mittelstand ist getroffen. Nein, es geht erst ab dem Mittelstand los, wo also die Vermögensteuer eingesetzt werden soll. Dann wird gesagt, es ist zu wenig lukrativ. Ich weiß nicht, wenn man ein paar Milliarden zu wenig lukrativ sind, die man so abschöpfen kann, weiß ich nicht, was soll das? Ja? Das wären meine Fragen. Ganz kurz. Es ist das Wort Abschöpfen wieder gefallen und ich habe ein Problem rein mit der Sprache, Geldschöpfung. Jetzt stelle ich mir unter einen Schöpfer, ist ein Double Bind für mich. Ist es der Weltenschöpfer oder ist es der Schöpfer, mit dem ich den Rahmen von der Suppe schöpfe? Die ganze Suppe, ja. Das heißt, wäre es nicht gescheiter zu sagen, Geldschaffung, weil das erste Mal, wir haben Geldschöpfung bei den Banken, dass die das abschöpfen, dass die den Rahmen abschöpfen. Also nur. Ja, ich möchte ein paar wesentliche Punkte herauskehren. Zuerst, mein Name ist Otmar Bregeter, ich bin Unternehmensberater und Lektor und habe den Bestseller geschrieben, das Ende des Geldes, und dann mich von meinem Partner getrennt. Es freut mich, Herr Felber, dass Sie jetzt auch die Geldschöpfung entdeckt haben. Vor 2 Jahren war das für ATTAC, kann ich mich erinnern, bei Diskussionen auf der WU überhaupt kein Thema und die Geldschöpfung war nicht einmal andiskutiert. Umso mehr freut sich, dass Sie jetzt auch auf diesen Zug aufgesprungen sind. Bin aber in vielen Bereichen nicht Ihrer Meinung. Es ist das System, wie man sieht, einfach nicht, ich sage mal, nicht lösbar, aus dem einfachen Grund, weil 100% des Geldes, das entsteht, als Kredit entsteht. Es ist nicht so, wie Sie meinen, Herr Felber, da muss ich Sie korrigieren, es geht nicht um die Verwendung, sondern um die Schöpfung, also um die Erzeugung von Geld. Die Haushalte bekommen das Geld nur auf Kredit. Die Unternehmer, die realen Unternehmungen bekommen das Geld nur auf Kredit und der Staat verschuldet sich entweder bei Banken oder über den Kapitalmarkt wiederum über Kredit, wobei er mit genau diesem Geld die Banken rettet. Und daran sehen Sie, dass wir eigentlich in einem komplett perversen Geldsystem leben, über 350 Jahre. Ja? Und wir sind einfach zu doof, über das Geldsystem als Eckpfeiler, da wäre ich dann wieder bei Ihnen, Herr Felber, als öffentliches Gut zu debattieren. Und dass natürlich die Geldschöpfung zurück an die, demokratisch an den Staat, an uns gehen soll. Ob das jetzt dann in einer Monetative, in einer gleichen Zentralbank sein muss, da bin ich also nicht dieser Auffassung, weil da haben wir dann wirklich diese Zentralsteuerung wie also in der UdSSR. Vielleicht auf eines möchte ich Sie hinweisen, da würde ich Sie bitten, Herr Matznetter, ich habe da einen Artikel geschrieben und bin drauf gekommen, dass diese ganzen Rettungen aufgrund der letzten Sitzung von Herrn Draghi, wenn Sie gelesen haben, da ist der Herr Hollande wie ein kleines Schwanzerl hinausgegangen aus der Sitzung, eigentlich nichts anderes als eine Lüge sind. Der Herr Draghi und das hat der Herr Schüssel, können Sie vielleicht nachschauen im ORF, eine Grafik präsentiert, wo er die Lohnstückkosten nominell und das BIP real gegenüberstellte. Und dann hat er zu mir Holland gesagt, naja, sie müssen natürlich speziell Frankreich die Löhne senken. Und das ist natürlich, ich sage mal nicht einmal mehr pervers, das ist also arglistige Täuschung, ja, das haben andere Wirtschaftswissenschaftler dann widerlegt und das können Sie nachlesen auf der Facebook-Einladung. Also hier, und da würde ich Sie bitten, das also wirklich zum zentralen Thema zu machen, es kann ja nicht sein, dass das höchste Ebene, also wirklich hanebüchener Unsinn passiert, dass man nicht einmal zwischen nominell und real unterscheiden kann und das ist der EZB-Präsident. Ja, irgendwo muss man da ein bisschen Hausverstand voraussetzen. Vielleicht zum Euro noch, ich glaube nicht, dass der Euro zu retten ist. Eine Fiskalunion ändert daran gar nichts, weil die Fiskalunion haben wir ja schon. Also wenn die EU-Troika die Löhne und Renten senkt, welche Fiskalunion wollen Sie denn noch? Das passiert ja eh schon diktatorisch. Also was wollen Sie noch? Sie können natürlich jetzt die Sozialversicherungsbeträge angleichen oder die Löhne angleichen, aber das passiert eben nicht und die Lohnsenkungen basieren auf gedürkten Ziffern. Also eine Fiskalunion, wie man in anderen Ländern sieht, wird daran gar nichts ändern. Ja? Also eine Währung ist auch nicht, hat auch nichts mit den Staatsschulden zu tun. Erklären Sie mir bitte eine Korrelation oder einen kausalen Zusammenhang zwischen den Staatsschulden und der Währung.
gebe Ihnen einen Tipp, 1999 war der Kurs zum Dollar 0,9. Wie hoch war die Verschuldung im Euroraum? 62%. Dann ist der Euro gestiegen auf 1,6, war die Verschuldung vielleicht 64%. Dann ist der Euro wieder gesunken auf 1,2, die Schulden sind gestiegen auf 88%. Also zwischen Staatsschulden und einer Währung gibt es keine Korrelation und schon gar nicht einen kausalen Zusammenhang. Und das ist die Debatte, die öffentlich geführt wird und völlig am Thema der Währungspolitik vorbeigeht. Also, ich glaube, jetzt gehen wir wieder mal zum Boden. Nehmen wir noch eine, ja. Also, mein Name ist Rainer Zündermann, ich bin einfach ein Pensionist. Was ich feststelle in den letzten 30 Jahren, ist ein Erschlafen der Fähigkeit der Menschen, etwas zu unternehmen. Ja. Es hat noch in die 60er Jahre Bestrebungen gegeben, da haben die Sozialisten Betriebe gegründet, da haben die Kommunisten Betriebe gegründet, da hat man Banken gegründet, als Überzeugungsgemeinschaft hat man Genossenschaften gegründet. Ja. Und in den letzten 30, 40 Jahren ist das alles erlahmt und jetzt ist jeder hilflos. Ja. Also wir müssen wieder dazu kommen, dass wir Betriebe machen, die uns gefallen. Ja, die müssen natürlich ideologisch fundiert sein. Ich darf durchaus ein Neoliberaler seinen neoliberalen Betrieb machen und ein Linker seinen linken Betrieb, aber jeder soll es halt machen und soll schauen, dass er das richtig macht. Ja. Und wir müssen eine neoliberale Bank gründen und eine sozialistische Bank oder kommunistische Bank von mir aus. Ja. Und wenn wir dazu wieder fähig sind, dann können wir auch ein kommunistisches Geld machen, ein neoliberales Geld und so weiter. Ja. Wir müssen einfach begreifen, dass nur die Handlung was bringen kann, die Tat, ja, und nicht eine Diskussion und so hoffen auf eine EU und auf ein Parlament und auf das und so weiter. Also ich meine, ich möchte es da halt in die Breite gehen. Ich sehe einfach ein Erlahmen der Menschen, sich zu helfen oder sich helfen zu können. Ja? Und vor allem natürlich auch in die Parteien dann. Ja? Eine sozialistische Partei kann sie nicht mehr helfen. Eine Gewerkschaft kann sie nicht mehr helfen. Ist natürlich auch die Schuld der Mitglieder. Aber ich sehe natürlich auch eine Führungsschwäche in all diesen. Natürlich auch bei der ÖVP und natürlich bei allen. In jeder Partei sehe ich das. Sind die Sozialisten, auch bei den Kommunisten sehe ich das. Ja? Die Kommunisten haben auch die Handlungsfähigkeit verloren. Die können auch nur mehr blöd reden, wie ich das so schön salopp sagen will. Ja? Wir müssen vom Blödreden wegkommen, vom Theoretisieren, vom Pamphlete schreiben, vom wissenschaftlichen Artikeln schreiben und wieder zur Tat schreiten. Wobei das Denken und das Schreiben jetzt grundsätzlich nicht von vornherein verwerflich ist. Nicht? Ja, ein bisschen, ja, aber ich wollte das ein bisschen, das war mir jetzt ein Bedürfnis, aber grundsätzlich Mut zur Handlung ist auch nicht schlecht. Ich darf jetzt, also wirklich die letzte Wortmeldung, bis wir wieder zum Podium gehen, weil jetzt hat sich einiges angesammelt jetzt, auf das man... Nein, ich weiß schon noch. Ich möchte nur ganz kurz zwei Sachen sagen. Das eine ist, dass es wichtig wäre, dass man in einer für die Bevölkerung verständlichen Sprache bestimmte Sachverhalte darstellt und dass es in Österreich auch eine Zeitung gibt für die, wo sie diese Dinge verstehen, nachdem man ihnen vorher die Bildung vorenthalten hat. Und das Zweite ist, dass man auch darüber spricht, was bestimmte Vorgänge bewirken können, braucht man nur in die Geschichte schauen. Ich kann allen nur empfehlen, das Buch vom Götz Alli über Hitlers Volksstaat zu lesen. Dann weiß man mehr, was da passieren kann. Okay, das Grundproblem, das sich natürlich zeigt, war absehbar, nachdem es sich so ergeben hat, dass du jetzt der einzige Politiker einer Regierungspartei bist natürlich sozusagen im Fokus verschiedener Kritikpunkte. Die Kollegin hinten hat eigentlich für meine Begriffe schon eine wichtige Anregung gemacht, die nämlich auf die Politik als pädagogische Aufgabe hinweist. Ein bisschen gebe ich ihr da schon recht, wenn die Spitzenrepräsentanten, zum Beispiel der SPÖ, man fokussiert sich immer sehr auf einfache Begrifflichkeiten. Ja, wobei ich nicht der Meinung bin, dass man davon ausgehen soll, dass die Leute wirklich lauter funktionelle Analphabeten sind. Also sie hat eigentlich gesagt, was der
Professor Fleissner referiert hat, das müsste man eigentlich viel mehr trommeln und man müsste sich viel mehr sozusagen dann dazu bekennen, warum man für bestimmte Dinge eintritt. Ich meine, du hast eh vorher gesagt, da ist gleich die Angst da, Steuererhöhungen und da ist man, ja, im Grunde ist es so, aber vielleicht, man könnte es ja sozusagen mal probieren. Willst du nur replizieren darauf oder ist das... Der Form halb so nett kann man das auch sagen. Ton macht die Musik, aber ich will auf einen Punkt, der gekommen ist, in der Frage, ich glaube, der Einwand war die Vermögensteuer, das klingt dann von Ihnen, war das, glaube ich, das kommt negativ an. Na, natürlich war Reichensteuer, natürlich war die Frage, am Ende blieb diese Millionärssteuer und mit der Überlegung, dass man ab 1 Million Euro, wo wirklich alle Ängste der Häuselbauer könnte da drunter fallen, wegfallen, weil wenn er ein Haus hat und das allein sein Vermögen über 1 Million treibt, kann auch ein bisschen was zahlen. Und dasselbe bei der Erbschaftssteuer, das hat es erleichtert, ich sage es ganz ehrlich, auch unserem Parteivorsitzenden und Bundeskanzler, das offen zu fordern. Im Gewerkschaftsbereich gab es Forderungen auch nach 700.000 Grenzen und 500.000 zum Teil. Das war natürlich ein bisschen kontraproduktiv, wenn man vorher sagt, Millionärsteuer, dann geht man runter, weil dann sagt sofort die schwarze Mitzi, das ist nicht die Maria Loretto, die Schwarze aus dem Burgenland, sondern die, die nicht für die Armen, sondern in dem Fall für die Reichen eintritt, aus der Himmelpfortgasse, dann sofort gesagt, das sieht man, die wollen ja noch für ihn untergehen, die Sozis, und dann nehmen wir uns auch in das Haus weg. Und mit dem wird ja gearbeitet dabei. Keine Frage, man muss Begrifflichkeiten aufpassen, aber in dieser netten Form formuliert, es dauert halt eine Zeit lang, bis man sich traut. Ich will auch links, rechts, diese Belehrung nehme ich nicht hin, weil sie, Entschuldigung, keine Frage der emotionellen Zuneigung ist, sondern es ist die Bereitschaft, das System zu ändern, dass es Menschen nicht geben soll in einem System, die am Ende auf der Straße sitzen müssen, damit sie was bekommen. Das ist aber ein fundamental anderer Ansatz als jener, der karitativ sagt, wenn ich einen finde, dann gebe ich ihm eine Münze. Das ist ein anderer Zugang und eine andere Form. Sympathisch, ich habe nichts dagegen, dass man es so tut, nur bitte nicht sagen, das wäre sozusagen der linke Teil davon. Noch am wenigsten an den Spitzen der katholischen Kirche und ihren Institutionen. Das ist meine Bitte nur. Es war bei unseren, man muss natürlich dazu sagen, dass es, gerade wenn ich an die Caritas denke, ich meine, glücklicherweise gibt es in dieser katholischen Kirche auch Teile, die auch mit der Politik, die ÖVP zum Beispiel vertritt, da überhaupt nichts am Hut hat und da wirklich Mondkrämpfe haben müsste dabei. Also insofern, das ist schon das, wo auch sozusagen, wo man gewisse politische Verbündete haben kann. An sich ja ist richtig an, dass man sozusagen für die Armen was hergibt, ist wunderbar sympathisch. Das ist kein politischer Ansatz, weil das System als solches nicht ändert. Also da sind wir uns schon. Nein, ich meine nur vom Links-Rechts-Gedanken und die Empathie ist sicher ganz was Wichtiges. Der Christian Felber war jetzt in einigen Punkten angesprochen. Irgendwie sozusagen, hast du da einen Vordenker irgendwie im Publikum oder Gleichdenker? Ich würde dich kurz bitten, dazu zu den Punkten, die du dir da aufgeschrieben hast, Stellung. Entschuldigt Sie mich für eine Minute, ich tue nicht die Abstimmung mit den Füßen, wie das Publikum das uns schon verlässt. Genau. Ja, also die Frage der Geldschöpfung ist von Attac tatsächlich nicht von Beginn an wahrgenommen worden. Als ein Punkt ist noch immer nicht prominent, wird immer noch innerhalb von Attac diskutiert. Ich suche das aber zu trennen von meiner Person, weil ich beschäftige mich seit einigen Jahren damit und beschreibe auch dieses Problem und schlage auch Lösungen dafür vor. Aus meiner Sicht ist es sowohl die Schöpfung als auch die Abschöpfung, also der Double Bind trifft in beiden Aspekten zu. Die Banken erschaffen das Geld und sie schöpfen dann Gewinne aus dieser Praxis der Chiralgeldschöpfung ab, also sowohl als auch. Und es würde eben beides nicht mehr möglich sein, das habe ich versucht in meinem Eingangsstatement klarzustellen. Grundsätzlich ist zwischen den Staatsschulden und einer Währung kein Zusammenhang, dem stimme ich zu, aber zwischen den Staatsschulden in der Eurozone und einer Währungsunion ist ja wohl ein Zusammenhang und das ist ja der Aspekt, dadurch, dass die Euro-Staaten aufs Engste miteinander verknüpft sind. Wenn Spanien zum Beispiel in die Staatsinsolvenz ginge, dann ist es aus mit dem Euro. Das ist meine Sicht der Dinge ich stimme auch zu, dass das bald so sein wird bei den derzeitigen Rettungsstrategien. Das kann man in meinem Buch Retten wir den Euro
sehr detailliert nachlesen, aber gleichzeitig sage ich, dass zumindest theoretisch die Rettung des Euros möglich wäre, indem eben die Schulden über Vermögensteuern zurückgezahlt würden. Das glaube ich nicht, dass das kommen wird, aber theoretisch halte ich es zumindest für möglich, habe ich auch, glaube ich, sehr detailliert beschrieben. So die Fiskalunion, die kann man, also da stimme ich auch wiederum der Kritik zu, weil das habe ich in dem Buch auch so geschrieben. Ich bin gegen eine Fiskalunion in der derzeitigen demokratischen Verfasstheit der EU, weil da können sie die gleiche Staatsquotensenkungspolitik, Austeritätspolitik und Sparwahnsinn sozusagen noch mit demokratischer, also mit pseudodemokratischer Legitimation zentralisieren, die Kompetenz, und wir kämen vom Regen in die Traufe. Das beschreibe ich auch, und deshalb ist der Vorschlag, den ich mache, nicht die Zentralisierung der Fiskalkompetenz, also der Steuerpolitik, sondern dass man einen Pakt schließt, so ähnlich wie den Maastricht-Pakt, dass sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, dass sie als Gegenleistung für die gemeinsame Währung eben sich zu einer gemeinsamen Vermögensteuer verpflichten, aus denen die Staatsschulden auf ein Maß von 50% heruntergesenkt werden. Dann kommt der nächste Schritt. Die Zentralbank gibt zinsfreie Kredite an die Mitgliedstaaten bis zu einer maximalen Obergrenze von 50%. Und letzter Schritt, damit diese Schuldenobergrenze auch eingehalten wird, sollte die Staatsschuldenquote in einem Mitgliedsland diese Grenze übersteigen. Das können auch 60% oder 70% sein. Die exakte Zahl ist hier nicht ökonomisch eruierbar, aber irgendwo in dieser Größenordnung. Dann treten automatisch höhere Vermögenssteuern in Kraft. Und das wäre auch demokratiepolitisch aus meiner Sicht sehr sauber, weil eine Regierung, die verspricht, ich halte die Staatsschuldengrenze unterhalb von 50%, und der das gelingt, die wird wiedergewählt werden, und die Regierung, die ihr Versprechen bricht, ja, die hat dann halt die Konsequenz, dass die automatischen Stabilisatoren in diesem Falle anspringen, nämlich Vermögensteuern, die Staatsquote wieder runter. Das wären andere Dinge als eine Fiskalunion im Sinne der Zentralisierung der Kompetenz. Der Punkt, in Island und in der Schweiz gibt es ja eine lange historische demokratische Tradition. Ja, korrekt, stimme ich auch zu. Allerdings gibt es über die ganze Welt einen sehr starken Anstieg von direktdemokratischen Elementen. Also es gibt einen kontinuierlichen Anstieg von Volksabstimmungen in immer mehr Staaten. Das ist meiner Meinung nach sozusagen eine zweite Welle der Demokratisierung, nicht nur indirekte, sondern auch direkte. Und so gesehen bin ich zuversichtlich, dass auch in ehemals monarchisch verfassten Staaten wie Österreich nach der indirekten auch die katholisch-monarchisch verfassten, auch die direkte Demokratie Einzug halten wird. Ich sehe es nur als eine Frage der Zeit. Der Verein Mehr Demokratie, der in Deutschland die direkte Demokratie in allen Bundesländern mittlerweile durchgesetzt hat, in einem Zeitraum von 15 Jahren und auch auf kommunaler Ebene in allen Bundesländern, der fasst jetzt schön langsam auch Fuß in Österreich, und auch Attac fordert zum Beispiel nicht direkte Demokratie, aber ich fordere das, und ich glaube, dass sich in den nächsten Jahren eine breitere Allianz herausbilden wird zu dieser Frage. Und das Letzte, ich würde sehr gerne in die Zukunft schauen. Wenn jetzt die Erkenntnis sich breit macht, dass das Freihandelsregime ein Fehler war, dann finde ich, müssten jetzt die zugeben, dass das ein Fehler war und dass man halt eine damals nicht vorhandene Kritik nicht wahrgenommen hat. Okay, aber jetzt gibt es die Kritik und jetzt kann man sie wahrnehmen, jetzt kann man vor allem die Alternativen wahrnehmen. Und ein Vorschlag der Gemeinwohlökonomie ist, dass eine Art Eintrittskarte für den Weltmarkt geschaffen wird. Das heißt, die den Weltmarkt bespielen wollen, die müssen dafür einen Eintrittspreis bezahlen. Und der Eintrittspreis ist eben eine Gemeinwohlbilanz für alle teilnehmenden Unternehmen. Und je besser die Gemeinwohlbilanz ist, desto geringer ist der Eintrittspreis. Das heißt, Freihandel nur für die Allerfairsten. Aber je mehr ich die Menschenrechte mit den Füßen trete und die arbeitsrechtlichen Bestimmungen nicht einhalte und auch die Umweltschutzstandards und die Steuerstandards missachte, desto höher ist der Zoll, den ich zahle. Die Vision ist natürlich für den gesamten Weltmarkt, und das wird, haben wir schon diskutiert, das wird natürlich noch sehr lange dauern, aber die EU, die könnte heute damit beginnen, weil die ist ein so großer, so mächtiger Wirtschaftsraum. Ja, aber was sozusagen außerhalb der EU ist, ist auch schlussendlich nicht unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist, dass wir in der EU dafür achten, dass die Grundwerte und die Menschenrechte und die Arbeitsrechte und der Umweltschutz eingehalten werden und dass die, die Zugang zum europäischen Verbraucherinnenmarkt haben, ganz egal, ob die in China produzieren oder ob die in der EU produzieren, das genau, und das kann man mit der Gemeinwohlbilanz wunderbar differenzieren. Das heißt dann halt nicht Freihandel, sondern das heißt dann halt fairer Handel, oder man kann es irgendwie anders benennen, aber man kann es regulieren, ohne dass auch nur ein einziger Drittstaat mitmacht. Das ist das Argument, und da gibt es jetzt Vorschläge, und die kann man ja heute fordern, und die kann man ja ins Parteiprogramm reinschreiben, und die kann man... Kämpfen derzeit um die Investitionsschutzabkommen, das ist das große Thema.
weil dort spielt sich derzeit ab, die werden neu verhandelt und da die ILO-Standards hineinzubekommen, ist eine ganz entscheidende Frage. Ja, ich finde, der ganze Ansatz wäre kohärenter, wenn man gleichzeitig die Investitionsschutzabkommen und die Freihandelsabkommen neu verhandelt. Also das wird sogar eine Synergie darstellen, wenn man das parallel macht. Das fände ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also wenn, aber das muss man mal, dieses Tabu muss man mal brechen, dass man sagt, im derzeitigen Zustand halten wir die Kündigung, finde ich auch wirklich intellektuell und ethisch das Sauberste, dass man diese Freihandelsorganisation außerhalb der UNO, die keine Rücksicht nimmt auf die ganzen UN-Abkommen und Organisationen, dass man die auflöst und schlägt vor, wir machen eine internationale Handelsordnung inmitten der Vereinten Nationen mit Rücksichtnahme auf die Menschenrechte, mit Rücksichtnahme auf die ILO, auf die Arbeitsrechte, mit Rücksichtnahme auf das Klimaschutz-Kyoto-Protokoll, mit Rücksichtnahme auf die kulturelle Vielfalt UNESCO, mit Rücksichtnahme auf Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität, FAO, Agrarorganisation, Ernährungsorganisation und Frauenorganisation UNIFEM. Und dann hätten wir Handelsregeln, die in Übereinstimmung wären mit den Werten und Zielen, die eh die Menschheit schon die längste Zeit teilt und die eh die Mehrheit der Menschen in allen 193 UN-Mitgliedstaaten teilen. Aber es muss jemand einmal den Beginn machen, indem er diese Forderung aufstellt. Auch wenn es dir heute den Vogel zeigen, in 3 Jahren kriegst du einen Orden dafür. Also es würde natürlich, also ich würde es auch beeindruckend finden, wenn eine solche Forderung auf EU-Ebene zum Beispiel von einem österreichischen Kanzler ventiliert würde. Also das wäre sozusagen irgendwo, das würde schon irgendwie mitreißen, denke ich. Und das Problem ist, glaube ich, dass man die Politik doch in gewisser Weise eher technokratisch erlebt, was bei der Politik auf EU-Ebene natürlich noch eine größere Gefahr darstellt, weil sie noch halt einmal weiter weg ist und ein bisschen hinter verschlossenen Türen halt stattfindet, teilweise. Aber vielleicht kommt es tatsächlich so weit. Ich meine, es stimmt, dass viele Ideen, die belächelt worden sind, klein angefangen haben und irgendwann einmal groß geworden sind, und die längste Zeit der Menschheit an sich waren wir ja Jäger und Sammler, und die neolithische Revolution ist noch nicht so lange her. Also insofern ist der Kapitalismus auch noch sehr jung, und es ist ja durchaus denkbar, dass sie historisch betrachtet in einer relativ kurzen Zeit auch sehr viel ändert. Ich würde jetzt, nachdem wir die Zeit ist weit fortgeschritten, einige haben uns auch schon verlassen, aber wir sind zäh. Ich würde jetzt den Peter Fleißner noch um bitten, vielleicht aus seiner Sicht ein bisschen eine Art Schlusswort zu sprechen, und ja, dann werden wir langsam zum Ende kommen. Dankeschön. Ich werde mich kurz fassen, und der Herr Bregetter ist jetzt weg. Ah, das ist schade. Ich wollte nämlich die beiden Bücher, Retten wir den Euro und das Ende des Geldes, kontrastieren. Das finde ich sehr schön, dass beide Autoren hier in diesem Raum sitzen, weil man eben das Ende des Geldes am Anfang lesen kann. Wenn Sie dieses Buch lesen, haben wir wahrscheinlich den Euro nicht mehr. Aber das ist geschrieben worden vor 2 Jahren. Ich würde sagen, es war eine, ich würde sagen, in der Tendenz richtige, aber in der Zeit nicht ganz korrekte Aussage. Es ist aber die Krise noch lange nicht vorbei. Das ist die eine negative Seite. Die Krise wird verschärfte Situation bringen, höhere soziale Ungleichung und so weiter. Aber Abbau von Stellen, die Arbeitslosigkeit wird steigen, prekäre Situation, Pflege und so weiter, wird alles schwierig werden. Das glaube ich auch, das ist negativ. Aber auf der anderen Seite, wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch. Hölderlin-Zitat, ich schöpfe aus dem Fundus. Man darf nicht vergessen, dass solche Figuren wie Stefan Essel, der vor kurzem gestorben ist, es in der Lage war, ich würde sagen, Hunderttausende alleine in Spanien auf die Straße zu bringen. Und das lässt irgendwie Gutes ahnen. Und das Verhalten des Publikums heute Abend, würde ich sagen, das war überraschend frisch und für mich ungewohnt. Und es ändert sich langsam. Und insofern bin ich optimistisch. Ich glaube, was wir in Österreich allerdings haben, das sieht man auch bei dem Zeichen und der Volksbegehren, wo man also, ich weiß nicht, leichter vielleicht für das Demokratievolksbegehren unterschreiben kann, wenn man da eh weiß, es wird nichts passieren. Aber das weiß offensichtlich die Bevölkerung so sehr, dass sie gar nicht hingehen. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Und ich denke, das Aufrütteln aus der politischen Apathie, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und die Frage ist, ich bin mit einem Hut Transform Österreich. Das ist von Transform Europa ein Mitglied. Und Transform Europa ist quasi die Bildungsakademie der Europäischen Linkspartei. Also irgendwie gibt es da lockere, aber es gibt keine Vorgaben in irgendeiner Weise und keine Meinungsbeschränkung. Und ich glaube, was man da sieht,
ist auch, dass international schon einiges passiert. Es wird jetzt im Anfang Juni wird es den Alta Summit, einen Alternativgipfel in Athen geben, wo sich doch Leute finden. Und ich glaube, das Wichtigste überhaupt, und das sage ich auch ganz im Bewusstsein, ich habe gedacht, es sind noch mehr Parteienvertreter hier, ich glaube, das Wichtigste ist zusammenarbeiten. Und ich denke, dass es falsch ist, wenn man einen Gegensatz konstruiert zwischen der geistigen Ausarbeitung von Konzepten auf der einen Seite und der politischen Praxis. Denn, da zitiere ich einen meiner theoretischen Anhängern, man kann die Verhältnisse nur zum Tanzen bringen, indem man ihnen ihr Lied vorpfeift. Dankeschön. Zuerst reden und dann umsetzen, nicht umgekehrt. Ich würde jetzt, vielleicht lässt sich ja nachher noch im Zwiegespräch, wenn es nicht so spät ist, das eine oder andere anbringen. Es war ein wunderbares Schlusswort. Für diejenigen, die sich beispielsweise der Sozialdemokratie zugehörig fühlen, kann ich jetzt sagen, man soll natürlich auch nicht nur kritisieren und sagen, wann macht sie jetzt endlich was oder warum geht sie nicht in eine bestimmte Richtung. Wir haben die Programmdiskussion, wir haben heuer den Wahlkampf, es wird ein Wahlprogramm entwickelt. Es sind alle, und auch wenn sie nicht jetzt deklariert Mitglieder der SPÖ, sind sicher eingeladen, sich da einzubringen. Die Partei bewegt sie auch, wenn sie bewegt wird, von ihren Mitgliedern oder von Sympathisanten und Leuten, die dieselben Ziele haben. Und auch andere Parteien, die dieselben Ziele haben, werden an einem Strang ziehen und werden dafür arbeiten, die Dinge in eine Richtung zu bewegen. Die Bürger fahren. Kann man es ihm auch selber sagen. Also die Demokratie ist nicht so sehr ein Formalismus, sondern sie muss eben, bin ja ein bisschen bei Ihnen, sie muss auch gelebt werden. Es verordert auch Denken, aber auch Handeln. In diesem Sinn. Ich es gibt regional in jedem Wahlkreis eine. Bitte auf der Homepage www.spoe.at, da gibt es einen Link. Und am 2. August gibt es dann quasi eine allgemein eingeladene zur Diskussion, eine längere Veranstaltung, wo quasi die Endversion dann gemacht wird. Aber jetzt findet die Diskussion dezentral statt. Also alle herzlich eingeladen. Ich danke Ihnen fürs Ausharren und ich glaube, die Conclusio ist, für eine bessere Welt lohnt es sich zu kämpfen und die Lage ist nicht aussichtslos. Danke Ihnen und schönen guten Abend. Applaus